habe heute die große Aufgabe, Sabine Heinrich, nachdem sie erfolgreich einen neuen Menschen produziert hat, wieder in die Gesellschaft zurückzuführen. Ich muss sie resozialisieren. Und das geht natürlich in Köln sehr gut, denn Köln hat kulturell wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Ich habe überlegt, was machen wir? Gehen wir auf den Dom? Atmen wir ein bisschen Geschichte ein? Oder schauen wir uns einfach nur ein gutes Theaterstück an und danach ein schönes Glas Wein in einer Bar? Aber dann habe ich gedacht, nein, das ist Sabine. Und deswegen gehen wir heute hierhin auf die Kirmes! Yeah! Bis einer kotzt! Bis einer kotzt! Ich habe 3 Monate gekotzt. Du hast ja jetzt sehr lange dich sehr, sehr schlecht ernährt. Also gut, aber schlecht. Kein Rohmilchkäse, ja. Kein Alkohol. Du hast nichts Ordentliches zu essen bekommen und deswegen hole ich dir jetzt was. Wir hätten gerne 2 große Popcorn, damit das jetzt nicht so einfach ist, dass wir uns jetzt einfach hier das Popcorn reinhauen. Essen wir das Popcorn auf der wilden Maus. Was sagst du, Sabine? Komm. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jemals wilde Maus gefahren bin. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Müssen wir das nicht schon los? Leute, geht schon los? Das ist mir definitiv zu steil. Warte, geht das jetzt runter? Geht das jetzt runter? Ich habe überhaupt keinen Plan. Nee, das geht nicht. Mama! Mama, das ist Luca hier oder was? Mama! Guck mal, ich hab voll geheult, weil ich so lustig bin. Du. Noch mehr. So eine geile Party haben wir nichts seit einem Jahr nicht gefeiert. Ist das nicht die Katzenberger? Ja, das ist die doch, oder nicht? Ich bin jeder Katzenberger. Ja. Krass. Frau Katzenberger, dürfen wir ein Foto mit Ihnen haben? Ich bin so Fan. Wir sind voll die Fans. Bitte ein Selfie. Komm, Sabine, komm mit drauf. Abschiedsparty. Weil du ja jetzt sehr lange kein Alkohol getrunken hast. Wie lange genau, sagst du? Ein Jahr. So. Deswegen weißt du ja gar nicht mehr, wie das war, betrunken zu sein. Und das wird jetzt hier wunderbar nachgestellt. Die hat so einen Sitzen, ey. Du kannst doch nicht so abgehen bei so einer Scheiße, ey. Boah, Sabine, ich hab dir doch noch gar nichts geschenkt. Für das Baby. Du musst mir auch gar nichts schenken. Ich hab doch. Das ist doch mega schwer. Da muss jeder eine Playstation gewinnen. Du musst den Typen treffen. Eine Giraffe, das von Herzen, with love. Es hätte auch schlimmer kommen können. Ich hätte auch hier so ein Bayern München Kissen angeln können. Es muss ja auch Nieten geben. Ja, stimmt. Das war der erste Teil meiner Resozialisierung von Frau Heinrich auf der Deutzer Kirmes.